In diesem Video zeige ich dir, wie man eine Makita Kapp- und Gehrungssäge richtig einstellt. Ich hatte einige Probleme mit meiner und ich musste sie nachstellen. Da ich keine guten Erklärungsvideos finden konnte, musste ich das Makita Handbuch verwenden, das manchmal etwas schwer zu verstehen war. Zudem musste man ständig zwischen den Zeichnungen und Erklärungen hin und her blättern. Also habe ich mir gedacht, sollte ich ein Video machen für den Fall, dass jemand genauso viel Hilfe benötigt wie ich. Alle Erklärungen können zwischen den einzelnen Modellen variieren. Ich habe eine Makita LS1018L. Ich erhebe nicht den Anspruch auf Richtigkeit, obwohl ich das Makita-Handbuch zugrunde lege. Schaut immer in euer eigenes Handbuch. Macht nur diese Schritte, wenn ihr euch absolut sicher seid und stellt sicher, dass der Stecker gezogen ist. Für die Arbeit einer Makita Kapp- und Gehrungssäge benötigst du einen Winkel. Ich empfehle zwei zu verwenden, einen kleinen und einen großen. Ich habe einige zusätzliche Schraubschlüssel, Inbusschlüssel und Schraubenzieher verwendet, aber das ist nicht nötig. Gutes Werkzeug zum Einstellen befindet sich bereits im Auszugsarm der Säge. Als erstes stell sicher, dass der Stecker gezogen ist. Entferne dann alle Teile des Anschlags. Die Schrauben hierfür befinden sich auf der Rückseite. Wenn du dort Staub findest, entferne ihn gleich. Als erstes kontrollieren wir den vertikalen 90-Grad-Schnitt. Um das überprüfen zu können, klappe den Sägekopf herunter und schiebe den Haltebolzen ein. Ziehe die Säge danach zu dir, sodass du Platz zum Arbeiten hast. Die Einstellschraube befindet sich auf der rechten Seite der Skala. Verwende die obere zum Einstellen des 90-Grad-Winkels. Durch Lösen der Schraube kippt das Sägeblatt oben nach rechts. Durch Anziehen der Schraube kippt das Sägeblatt nach links. Kontrolliere nach jeder Drehung auf beiden Seiten des Sägeblattes auf Rechtwinkligkeit. Nach dem Einstellen empfehle ich einen Testschnitt. Verwende hierfür ein Stück Holz, bei dem du dir sicher bist, dass es im rechten Winkel ist. Kontrolliere dann die vertikale Rechtwinkligkeit. Eventuell musst du nachjustieren. Denk daran, den Stecker zu ziehen. Als nächstes wird der Anschlag eingestellt. Falls du es noch nicht getan haben solltest, entferne alle Teile des Anschlages außer den unteren Führungsanschlag. Bei letzterem löse die Schrauben. Es ist ratsam, die grünen Schnitzplatten zu entfernen, bevor man aus Versehen hineinsägt. Mit einem langen Winkel lässt sich die Rechtwinkligkeit zum Sägeblatt einstellen. Lass dich nicht von den Zähnen verwirren, die etwas aus dem Sägeblatt hervorragen. Ziehe die Schrauben wieder an und mache einen Testschnitt. Nun kannst du die horizontale Rechtwinkligkeit überprüfen. Justiere nach, falls es nötig ist, stell aber sicher, dass du den Stecker gezogen hast. Bevor wir mit dem nächsten Schritt weitermachen können, müssen wir die Zeiger der Skalen neu einstellen. Beide müssen absolut genau auf 0 Grad gestellt werden. Beide, das heißt der für die vertikale Justierung und der für die horizontale Justierung. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die anderen horizontalen Winkel kontrollieren, zum Beispiel in der 45-Grad-Position. Dafür musst du die Bodenplatte drehen. Allerdings kann man diese nicht nachjustieren. Die vertikalen 45-Grad-Winkel lassen sich sehr wohl einstellen. Das machen wir als nächstes. Das Makita-Handbuch behauptet, dass man die Winkel anhand des Zeigers perfekt einstellen kann. Bei mir hat das nicht geklappt. Deshalb habe ich ein Winkelmaß verwendet, das ich auf 45 Grad eingestellt habe. Als erstes musst du den Hebel auf der Rückseite lösen. Dann kannst du den Sägekopf zur linken Seite klappen. Die Einstellschraube befindet sich auf der rechten Seite der Skala und dieses Mal ist es die untere.
Einstellen lässt sich die Schraube genau wie beim 90-Grad-Winkel. Drehe so lange, bis der Zeiger auf der 45-Grad-Markierung steht. Dann kontrolliere mit deinem Winkelmaß. Mach einen Testschnitt. Wenn du kein Winkelmaß hast, mach dir keinen Kopf. Säge einfach zwei Teststücke ab, lege die Schnittflächen aufeinander und du hast einen perfekten 90-Grad-Winkel. Bevor du mit der zweiten Seite weitermachst, ziehe wieder den Stecker. Für den rechten 45-Grad-Winkel ist es im Prinzip genau das gleiche. Allerdings musst du zum Umklappen den schwarzen Knopf drücken. Er lässt sich übrigens besser drücken, wenn das Sägeblatt ein bisschen zur linken Seite gekippt ist. Die Einstellschraube für den rechten 45-Grad-Winkel befindet sich auf der linken Seite der Skala. Nun können wir die grünen Schnitzplatten wieder installieren. Dafür müssen wir das Sägeblatt nach unten drücken und beide Schnitzplatten gegen das Sägeblatt schieben. Dann kippen wir das Sägeblatt in den linken und rechten vertikalen 45-Grad-Winkel. Das Makita-Handbuch schreibt, dass das Sägeblatt sich den Weg durch die Schnitzplatten sägt. Ich fand das nicht so vorteilhaft und habe deshalb einen Schlitz gelassen. Ich denke, es war weniger als ein halber Millimeter. Auf der linken Seite des Sägekopfes lässt sich der Tiefenanschlag einstellen. Drehe so lange an der Schraube, bis das Sägeblatt etwas tiefer liegt als die Schnitzplatte. Ich habe dazu einen Winkel verwendet. Bevor man den Laser einstellt, sollte man sich darüber klar werden, wie man die Säge verwenden möchte. Ich meine damit, dass ein Laser genauer ist als das Sägeblatt. Wenn man den Laser unter dem Sägeblatt zentriert, ist es eventuell nicht so klug, als würde man ihn auf die linke oder rechte Seite des Sägeblattes setzen. So habe ich das gemacht. Somit kann ich mein Werkstück direkt unter den Laser legen und weiß, dass alles auf der linken Seite stehen bleibt und auf der rechten Seite weggeschnitten wird. Das Einstellen des Lasers ist schwieriger, als ich gedacht habe, weil ständig die Hände im Weg sind. Eigentlich ist es ausprobieren und gucken, ob es funktioniert hat. Pass bloß auf deine Augen auf. Laser können gefährlich sein. Nun ist endlich alles eingestellt. Jetzt kannst du dein Werkzeug beiseite räumen und anfangen, mit perfekten Winkeln zu sägen. Dankeschön fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Bis bald.